Wir sind in der Kammer des Scheidewegs angekommen. Da vorne steht der Uxi und wartet auf uns, dass wir ihm das letzte Säulenteil geben, beziehungsweise will uns wahrscheinlich danken, dass wir das hier per Postkurier hochgeschickt haben. Diese Hallen werden wieder ihr habt etwas geschafft, das ich für unmöglich gehalten hatte. Dank eurer Taten wird der Name Helgi Bilvis Fluch weiterhin Furcht in den Herzen der Orks in Khazad-dûm verbreiten. Der Sockel der Statue steht dort in der Mitte des Hofs. Würdet ihr mir die Ehre erweisen, sie wieder zusammenzubauen? Jetzt müssen wir auch noch arbeiten dafür. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit die Steine herumgeschleppt. Jetzt müssen wir auch noch arbeiten und die zusammenkleben. Das ist ja verrückt. Oh, wer kommt hier angelaufen? Nun ruht Helgi Bilvis Fluch steinerner Blick auf dieser Halle. Ja, sieht doch ganz hübsch aus, ne? Ein schöner, stattlicher Zwerg, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wieso der jetzt hier aber angerannt kam, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wollte er sich noch kurz beschweren, Einspruch erheben, dass hier eine neue Statue platziert wird. Aber Pech gehabt. Der Einspruch wurde abgelehnt. Diese Hallen werden wieder Esse und Amboss, Tollwuchs, ihr habt eine lange, absonderliche Reise hinter euch. Diesen Bilvissen und ihren Ork-Verbündeten wäre es fast gelungen, den Namen des sagenhaften Helgi Bilvis Fluch nicht nur aus ihrer Erinnerung, sondern mit der Zeit auch aus unserer zu streichen. Ich, das war so eine bewundernswerte Tat für jemanden, der sich in den herrlichen Hallen Khazad-dûms nicht einmal dauerhaft niederlassen möchte. Ich bin zu stolz auf euch. Ich möchte nur, ich verzeiht. Ist wohl etwas Steinstaub in die Augen geraten. So, was hat er denn? Uxis Armkette. Ein bisschen Vitalität. Ein Schild der Statue. Aha, gucken wir mal. Ja, sieht jetzt wie ein Elfenschild eigentlich aus. Da gefällt mir mein Schild aktuell ein bisschen besser. Ist ein schweres Schild. Ja. Uxis Rüstung, leichte Rüstung, eine Robe, Rüstung der Statue, eine mittlere Rüstung, Fluch des Wargreiters, eine Zweihandwaffe, nee, ein Zweihand-Armbrust. Zweihand-Armbrust. Gibt es überhaupt eine Einhand-Armbrust, so eine kleine vielleicht, wie bei Diablo? Und Rüstung der Zweihand. Ich bin ein bisschen ungehalten, weil es hier keine schwere Rüstung gibt, aber dafür ist wahrscheinlich einfach der schwere Schild hier. Na gut, wir nehmen mal den Schild, schließen auch diese Quest ab und begeben uns per Schnellreise in die überschattete Zuflucht. Ich guck mal eben, wo ich sie habe. Hier. In unser letztes Gebiet in Moria. Mensch. Also letztes eigenständiges Gebiet. Nutmelek zähle ich jetzt nicht dazu, weil da sind wir eigentlich schon fast durch, soweit ich gesehen habe. Ja, Mensch, dann kommen wir hier endlich an. Ein Gebiet, das rein ästhetisch super hübsch ist und das ja auch diesen einen Bereich beinhaltet, wo quasi der Rest der Brücke von Khazad-dûm noch liegt. Auf der anderen Seite habe ich das irgendwie auch immer so schrecklich in Erinnerung, weil es so dunkel, so ekelhaft mit Fungus überzogen und so weiter. Es ist nicht schön. Also rein gemacht ist es gut, aber es ist trotzdem nicht schön, wenn er versteht, was ich meine. So. Dann würde ich sagen, wir sprechen erstmal mit den Leuten, bevor wir uns die neuen Quests holen. Und werden erstmal die entsprechenden Quests abgeben hier vorne. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich schalte mal die Namen ein, damit ich gleich mal sehe, wer wo steht. Hier steht zum Beispiel der Disrik. Oh, Wächterquest. Seid gegrüßt, Tollfuß. Ich stehe euch und eurer Familie stets zu Diensten. Viel Gutes hörte ich von euren Taten in Moria. Und ich werde euch gern alles lernen, was ich einem noblen Wächter wie euch beibringen kann. Für die Zwerge ist die Zeit gekommen, ihre uralte Heimat Moria zurückzufordern. Und ihr habt uns schon häufig unschätzbare Hilfe geleistet. Ich sehe, dass ihr hier seid, weil eure Stärke eure Fertigkeiten als Wächter übertrifft. Nun, ich glaube, ich kann euch eine Fertigkeit vermitteln, die euch in Zukunft gut zu Pass kommen wird. Reden wir darüber, wie ihr unsere Sache hier in Moria helfen könnt. Es gibt viel zu tun. Viele widerliche Kreaturen leben tief unter dem Gebirge. Ihr habt Dietrich gesucht und nun habt ihr ihn gefunden. Ich bin ein Verteidiger der Zwerge und aller guten Völker Mittelerdes. Darin sind wir uns ähnlich. Ich erkenne, dass euer Schildarm so stark wie der Fels ist, der ganze Berge halten kann. Und in eurem Auge erkenne ich das Licht der Hoffnung, das der Düsternis der Verzweiflung widersteht. Ihr seid ein wahrer Wächter und ich habe genau die passende Aufgabe für jemanden wie euch.
Es gibt einen uralten Schrecken aus den Zeiten, bevor Durins Fluch unsere Heimat Moria heimsuchte. Zwerge haben ihn im Steinfundament hier in der Nähe gesehen und Gerüchte des Grauens verbreiten sich in Windeseile. Um den Schrecken zu bekämpfen, müsst ihr die Namenlosen finden und töten, die unbehelligt hier herumstreifen. Bringt mir die unversehrten Köpfe dieser Kreaturen, damit wir einen passenden Köder für den uralten Schrecken herstellen können. 12 Stück der Namenlosen, die wir schon mal kurz getroffen haben, also einen davon in einer der letzten Folgen. So, hier geht's nicht weiter. Bisschen auf die Maus aufpassen, damit die nicht wieder irgendwie herumzickt. Ich glaube, hier vorne kommt man normalerweise hoch geritten. Ja, da ist der Weg hier hoch. Ah, stimmt, da war ja noch so eine Enklave hier drin, ne? Da war ja noch was. Oh, da waren auch noch ganz viele Quests hier drin. Freie Völker sind hier drin. Leng Lammel. Das Licht von Earendils Stern brennt. Kann das sein? Ihr seid es? Ich kenne die Axt, die ihr beschreibt, wenn auch nur aus der Sage. Es wurde prophezeit, dass jemand, der nicht aus unseren Reihen stammt, dem beinahe in Vergessenheit geratenen Rat der Elben und Zwerge, sie in unserem alten Hauptquartier in den tiefsten Ausläufern der Zwergenmine wiederfinden würde. Die Karte, die ihr gefunden habt, war ein letzter verzweifelter Versuch, eine Aufzeichnung für den Fall zu hinterlassen, dass Drachenbezwingers Versteck vergessen werden sollte. Was wir damals für unmöglich hielten, doch sahen wir nicht den Aufstieg von Durins Fluch, die Aufgabe von Khazad-dûm und dessen Verfall zum gefürchteten Moria voraus. Als Mauk Schrecken im einsamen Berg verbreitete, sollten einige von uns nach Aufzeichnungen über Drachenbezwingers Versteck suchen, haben aber nichts gefunden. Ihr habt in eurer Kühnheit einen unvergleichlichen Schatz entdeckt, Herr Elrond soll davon unterrichtet werden und ebenso Herrin Galadriel. Noch in ferner Zukunft werden Ratsmitglieder euren Namen besingen. Was haben wir denn hier abgegeben? Ich habe keine Ahnung, von was sie spricht. Das sind immer die besten Quests. Du wirst in den Himmel gelobt für das, was du getan hast, aber du hast keine Ahnung mehr, was es war. Kann ich das nochmal öffnen? Nach eurer Beschreibung der Karte, welche die Fackel an die Wand projizierte, meinte Gaifas, dass die geheime Kammer irgendwo in Nutmelek liegen müsse. Was habe ich denn da gesucht? Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich da gesucht habe. Offenbar irgendwas mit einer Axt. Naja, ich nehme den Dank natürlich an und freue mich über diese weisen Worte. Ansonsten gibt es hier momentan noch nichts. Ich denke mal, das wird sich dann demnächst noch ändern. Hier geht es auch nochmal runter. Komme ich denn da jetzt hin? Da ist auf alle Fälle Sackgasse. Das ist wahrscheinlich hier das Klo. Sind wir schön durch die Suppsche durchgelaufen. Ja, hier unten gibt es nichts mehr. Oh, und wir müssen noch schmieden. Das habe ich vorhin übersehen. Wir müssen noch eine oder mehrere Waffen schmieden. Na gut, aber alles zu seiner Zeit. Da müssten ja auch welche hier unten sein. Passt schon. Und jetzt müssen wir noch eine Quest abgeben. Ich dachte, wir hätten 3 Quests gehabt, die wir hier unten abgeben können. Besorgt ein Fass mit Fungus. Na gut, dann holen wir uns erstmal die Quests hier. Alles, was da ist, nehmen wir mit und schauen uns mal ein bisschen um. Stallmeister ist schon angeklickt geworden. Hier ist ein Provisionär. Vielleicht können wir bei dir noch ein bisschen was verkaufen, weil wir jetzt doch ganz viel Zeug hier haben. Eine Mächtnisrune bleibt hier. Relikt bleibt hier. Das Rezept wird geöffnet. Kiste bleibt auch hier. Wenn ich mich noch richtig erinnere, dann brauchte man relativ viele Tränke dieser Art hier. Ich glaube, das hier, die Furcht hier unten. Ist denn hier, ich habe hier noch ein Rezept und ich suche das Rezept hier drin. Ah, da ist es.
alles andere kann erstmal verkauft werden. Ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass man ganz viele dieser Konduit-Tränke benötigt hat hier unten. Ob das immer noch so ist, sei mal dahingestellt. Aber irgendwie habe ich das noch im Hinterkopf. Händler für schwere Rüstung. Da gucken wir doch gleich mal, was es hier gibt. Einst gab es regen Handelsverkehr zwischen den Zwergen von Moria und den Elben. Eherne Beschwörung für die Moria-Münzen. Können wir uns da was holen? Stufe 70 Hauptmann. Gibt es ja auch was für ordentliche Wächter? Waffenmeister. Meister. Hauptmann, willst du mich verarschen? Keine Wächterrüstung. Jetzt geht's aber los. Da ist ja echt tatsächlich nichts. Ah, Seite 2. So. Stufe 70 müssen wir halt machen. Wir gucken uns die Rüstung mal an hier. Ob das was ist hier. Panzerhandschuhe des Schildträgers. Das passt ja schon mal richtig gut für uns. Überhose, Brustpanzer. Ja, schön ein Tank, ne? Also so richtig wie ein Tank. Schauen wir jetzt hier aus. Guckt euch mal die Stiefel an. Schön vorne abgeschnitten. Stahlkappen. Ja, okay, kann man machen. Muss jetzt aber nicht sein. Wie ist es denn von den Werten? 3390 sogar ein bisschen besser. Und es gibt auch Boni noch dafür. Wenn wir alles tragen. Schadensreduzierung, mehr Macht und mehr Blocken. Ja, vielleicht, dass wir einfach mal so in einem kompletten Rüstungsset herumlaufen. Machen wir viel zu selten, habe ich das Gefühl. Oh, es gibt nochmal was. Es gibt nochmal Eisenarm. 2 für den Wächter. Okay, vielleicht ist die auch gleich. Ne, die sieht ein bisschen elbisch aus. Ah, das ist die elbische. Die kennen wir schon. Die finde ich nicht schön. Das ist keine schöne. Wie unterscheidet sich die denn von den Werten? 3,549. Oh, 3,93. Oh, da wäre die aber schon besser jetzt hier. Hat aber nur einen Bonus quasi für 3 Gegenstände. Schadensreduzierung und Macht. Ich würde da trotzdem lieber dann die andere anziehen, auch wenn die ein bisschen schlechter ist. Helm. 999. Ja. Ist schon besser, der Helm, ne? Wieso machen die denn das so? Mensch. Kosten auch 4 Münzen. Ah, Mist. Also die andere, da hätte ich jetzt schon Bock drauf gehabt, aber wenn die wieder schlecht ist, ich weiß ja auch nicht. Ich werde mir das mal überlegen. So, Tauschhändler für schwere Rüstung, was ist das? Eines Tages werden die Orks in den Essen unserer Vorväter brennen. Der gleiche? Ist ja der gleiche, ne? Schildträger, ja. Für eine Reise nach Khazad Dûm lässt eure Ausrüstung zu wünschen übrig. Da stehen jetzt quasi die gleichen Händler links und rechts sich gegenüber und buhlen um die Gunst der Leute, die hier mittig durchlaufen. Das ist ja seltsam. Na gut. Ah, ich weiß noch nicht, was wir machen. Auf der anderen Seite bin ich mit meinem Hut jetzt aktuell auch ganz zufrieden. Der sieht auch ganz gut aus. Wir werden mal ein bisschen abwarten. So, Klintur. Spinnenbefall. Wartet einen Augenblick. Jeden Tag bin ich aufs Neue erstaunt, wie viele der riesigen vom Fungus infizierten Spinnen wir in der Nähe der überschatteten Zuflucht sehen. Falls ihr uns allen eine Hilfe sein wollt, solltet ihr welche davon vernichten. Ihr findet sie überall, besonders aber in der Gegend um Tunzelgund. Östlich von hier. Mit eurer Hilfe solltet ihr die Zahl allmählich schrumpfen. Okay, wir müssen einfach durchlaufen, komplett durch das Gebiet durchlaufen. Alles anschlagen, weil wir für jede Gegnerart wahrscheinlich jetzt eine Quest bekommen. Was? Sprecht lauter, wenn ihr etwas wollt, Tollfuß. Ich bin Klintur. Seid ihr auch hier, um die Spinnen zu studieren? Nein? Warum denn nicht? Nun, schaut sie doch nur an, ekelige Viecher. Ich glaube ja, dass sie mit irgendetwas angesteckt wurden, aber ich weiß noch nicht so recht, was es sein könnte. Ich halte einige von ihnen unterhalb dieses Felsens ins Käfigen. Wann immer ich kann, gehe ich dorthin, um sie zu studieren. Aber ich habe ein kleines Problem. Eine von ihnen schafft es immer wieder zu entkommen. Es gibt sehr viele von ihnen, aber das Letzte, was wir brauchen, ist, dass sie mit einer ganzen Schar zurückkommt und uns angreift. Begebt euch hier den Felsen hinunter und schaut dann den Weg entlang nach Norden.
Normalerweise bleibt sie in der Gegend. Ich glaube, für sie ist es eine Art boshaftes Spiel. Wenn ihr sie mit ausreichendem Nachdruck anstupst, sollte sie in die Sicherheit ihres Käfigs zurücklaufen. Was heißt denn anstupsen? Mit unserer Klinge anstupsen? Wenn wir in lauern im Schatten. Habt ihr diese schrecklichen, namenlosen Kreaturen schon einmal gesehen? In einem Gebiet am Ostufer des Sees wimmelt es besonders von ihnen. Ich flehe euch an, begebt euch dorthin und beseitigt einige dieser widerlichen Dinger. Habt ihr gemerkt, dass einige von ihnen nicht mal einen Kopf haben? Einfach abscheulich. Das sind die, die wir sowieso brauchen. Wahrscheinlich hier, ne? So, dann ein Wächter, da geht's nicht weiter. Reliktmeister, oh, wir können noch kurz... Durins Volk wird Durins Fluch die Stirn bieten. Wir können noch kurz zerlegen. Und zwar das hier. Die Orks von Moria werden für viele Dinge bezahlen müssen. Ja, aber nur eine Waffe, die wir neu schmieden mussten. Mehr nicht. Wir können noch mal was zerlegen, oder? Die zwei Waffen jetzt hier. Zweihändige Keule des Wächters. Na komm. Ich habe ja gesagt, wenn wir in Lost Lothian ankommen, dass wir dann mal mit einer Zweihandwaffe spielen wollen und im anderen Pfad. Aber da hole ich mir dann extra irgendwie eine Waffe. Entweder aus dem Auktionshaus oder vielleicht habe ich noch irgendwo eine im Inventar oder auf der Bank. Wenn die Elben nur Worte so des Lichtes. Veoan, zu euren Diensten. Ich bin Historiker. Meiner Ansicht nach sind Khazad-dûms größte Schätze die Aufzeichnungen, die hier sicher verwahrt auf unsere Rückkehr gewartet haben. Geschützt vor dem Zahn der Zeit und auch vor Orks. Einige dieser Aufzeichnungen erzählen von merkwürdigen Dingen, die als Runengestein bezeichnet werden. Aus dem Kontext lässt sich schließen, dass es sich nicht einfach um einen Stein handeln kann, auf dem Runen eingemeißelt wurden. Solche Steine sind im Modia recht häufig. Nein, in dem Text wird von ihnen gesprochen, als wären es Waffen oder würden sie zur Verteidigung genutzt. Die Worte sind an einigen Stellen leider etwas unklar. Werdet ihr mir helfen, nach diesen Steinen zu suchen? Ich habe das Gefühl, dass wir froh sein werden, wenn wir mehr darüber erfahren. Gut, und das war's hier oben mit den Quests erstmal, oder? Ne, Moment, da ist noch. Wo ist denn diese Quest? Die ist viel weiter weg. Das ist wahrscheinlich die Spinni, die geflüchtet ist. So, wir gucken noch ganz kurz hier runter. Ein paar Minütchen machen wir noch. Und dann öffnen wir noch ein silbernes Geschenk. Reliktbündel Mist. Das hätte ich jetzt auch gleich öffnen können. Und universelle Tinktur. Das ist, was ist das? Diese Kiste erhält einige universellen Tinkturen zum Anfertigen von Essenzen. Offenbar ist das kein Gegenstand fürs Inventar. Ah, nee, der wurde ja wahrscheinlich gleich hier reingelegt, oder? Ist das was für unser Inventar hier? Ja. Ja, ich habe noch nie Essenzen hergestellt, glaube ich. Brauchen die nicht. Wer braucht die so? Die sind komplett überbewertet. Oh, habe ich hier oben was vergessen? Ich habe hier oben wieder noch einen Ring. Also offenbar kommen jetzt hier oben auch nochmal ein paar Ringe dazu. Dann gehen wir nochmal in die Zuflucht und schauen nochmal, ob die Elben oder Menschen hier noch etwas für mich haben. Nee, kein Ring. Kein Ring. Obwohl draußen auf der Karte das angezeigt wurde. Das ist ja ein Skandal. Verarsche ist das hier. Also, ob ich da nochmal reinkomme und dann wirklich helfe, wenn die Hilfe benötigt wird, das werde ich mir aber nochmal überlegen müssen. Sowas. Wir gehen mal hier runter. Wir müssen in die Richtung hier. Ich musste auch hier vorne früher mal irgendwas machen.
Oh, da ist schon einer. Ein knurrender Aufseher. 6 Stück und 12 Stück brauchen wir davon. Ja, doch, ganz schön. Da ist noch einer. Besiegt Trolle in Moria. Momentan brauchen wir den noch nicht. Da ist noch ein Spiegel, sehr schön. Das sollten wir mittlerweile auch schon fast alle haben. Sprecht mit Drafli. Der Drafli ist in der überschatteten Zuflucht, passt. Na gut, wir suchen jetzt mal die Spinne. Die hier eventuell herumläuft. Besorgt ein Fass mit Fungus. Da erwischen wir den Glops Naga Fungussammler. Der kommt uns gerade richtig. Oh, davon ist eine Spinne. Frage ist doch Brigolds Nut. Überredet die entkommene Spinne dazu, in ihrem Käfig zurückzukommen. Ich gehe mal davon aus, ich muss sie jetzt einfach mal verprügeln. Die arme Spinne. Ah, wir haben sie überredet, dass sie zurückgeht in ihren Käfig. Okay. Ah, da ist der Käfig, der offene. Aber die anderen sind offenbar auch nicht mehr drin. Da sind alle weg. Was ist denn das für ein Ring hier oben? Wahnsinn auf 8 Beinen. Achso, das können wir jetzt wieder abgeben wahrscheinlich. Wir reiten mal weiter noch ein Stückchen. Tiefer hinein. Das ist nicht korrekt. Hier geht es nicht weiter. Ah, stimmt, das war ja auch ein bisschen so labyrinthmäßig aufgebaut, oder? Das Ganze hier drin. Drüben geht es auch noch weiter. Wir reiten mal hier entlang. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir, oder dass ich jetzt diese komischen Namenlosen einfach mal mir schnappe. Und da müsste er nicht mit dabei sein. Da unten ist auch nochmal ein Troll. Oh, da ist eine Spinne, da ist nochmal ein Aufseher. Ich werde mir mal die hier holen und werde die 12 Stück mitnehmen. Da müsste jetzt nicht mit dabei sein. Und dann werden wir, ich gucke nochmal kurz rein, Köpfe, Namenlose, such den Runenfels. Wo ist der denn? Der Runenfels ist hier unten. Aber wisst ihr was, den Runenfels, den machen wir jetzt noch schnell. Ich hoffe, den finde ich jetzt auf die Schnelle. Weil, dann können wir nämlich direkt gleich wieder zurückgehen und können uns die nächsten Quests holen. Okay, ich springe jetzt einfach mal mutig springe ich hier runter. Der Runenfels. Das muss irgendwo hier drüben sein. Die spezielle Stelle hier, die weiß ich noch, da bin ich irgendwann mal vor einem Gegner geflohen. Und mehrmals geflohen und jedes Mal um die Ecke hier herum. Das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. So, da können wir sogar direkt zurückreisen. Da ist der Runenfels. Der Fels leuchtet mit seltsamen Runen. Ja dann, habe ich denn jetzt noch Aufgaben für hier unten? So, da bin ich wieder. Ich wollte eigentlich nur noch ganz kurz gucken, ob wir noch ein bisschen Aufgaben haben oder ob das alles war. Spinnenbefall ist noch da. In Tunzelgund. Tunzelgund. Das ist offenbar überall. Okay, die Spinnen finde ich überall. Dann mache ich die Spinnen auch gleich noch mit. Und diese Namenlosen machen wir auch noch mit.
Und da brauche ich 12 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, 12 und 6 Stück. Und dann haben wir erstmal die erste Runde der Quest abgeschlossen. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu Hause im heimeligen Steinfundament. Und dort geht es dann mit den nächsten Quests weiter.